Auch im gut 500 Kilometer weit entfernten Offenbach ist man Rasern und Tunern auf der Spur. Der erste Verstoß gegen die Verkehrsordnung wird allerdings nicht von einem Autofahrer verübt. Taube? Taube ist die. Selbstmörder Taube. Das war auch eine Offenbacher Taube, der hat sich gedacht, so nix. Der hat Ding gemacht, hat gemeint, ich bin hier. Hopp. Normalerweise halten die beiden Beamten Klaus Preis und Daniel Wenske Ausschau nach Rasern und illegal getunten Autos. Doch vor ihnen fährt ein Ford, der ihre Aufmerksamkeit auf ganz andere Art erregt. Stinkt irgendwas, ne? Stinkt brutalst. Das ist der, 100%. Blau ist an. Ja. Blau ist an? Ja, blau ist an. Ja. Okay, passt. Blau ist aus. Boah, Alter, 100% ist das der. Also, puh. Nehmen wir uns gleich weg. Ja. Komm, gib mir. Hallo, der Herr. Sie folgen uns bitte. Na? Wir fahren gleich da vorne rechts einmal rein. Ne? Genau. Das hat man früher viel häufiger gerochen, meinen Autos, weil die damals noch keine Cuts hatten. Heutzutage haben die Katalysatoren, also der Cut, das ist der Katalysator. Und dann nimmt man diesen Benzingeruch nicht mehr so wahr. Außer der Katalysator ist eventuell nur noch eine Hülle oder ist gar nicht mehr da. Und aufgrund dessen diese veränderte Abgasanlage, eventuell keine Cuts. Und dann gehen wir her und kontrollieren ihn. Wenske und Preis lotsen den Fahrer des vermeintlich stinkenden Fords in eine Parkbucht. Schönen guten Tag, die Polizei. Eine Kontrolle. Ja. Rad mal runter abstellen, bitte. Führerschein, Fahrzeugschein, Personalausweis, bitte. Haben Sie denn irgendwie Papiere für den Endschalldämpfer? Ja, habe ich. Haben Sie die? Zeigen Sie mal die kurz. Sollte das Fahrzeug keinen Katalysator verbaut haben, wird das teuer. Im schlimmsten Fall kann das Auto sogar vorerst stillgelegt werden. Ist das Ihr Auto? Haben Sie den so gekauft oder haben Sie was verändert an ihm? Also, ich habe das Auto vorgestern so gekauft. Vorgestern? So ungefähr, meine ich. Also, Sie haben das Auto so, wie es jetzt ist, gekauft? Die Papiere für die Abgasanlage scheinen vorhanden zu sein. Doch der Ford wirft weitere Fragen auf. Gut, gucken wir mal. H&R-Federn, Farbe, keine Farbe. Steigen Sie mal kurz ein. Motor starten, damit Sie die Servounterstützung haben und voll nach links einschlagen, bitte. Und dann entdecken die Beamten einen Eintrag im Fahrzeugschein, mit dem sie bei einem Ford Fiesta ganz sicher nicht gerechnet hätten. Mit geänderten Türöffnungs... Das geht. Innen oder was? Nee. Ach, der hat Flügel. Oh Gott, Flügel, sei nur. Okay. Okay, verstehe. Deswegen, okay. Vorfahrt andere Türen schließen. Das steht echt hier drin. Echt? Jetzt, ohne Scheiß. Also, der fährt ja mit offener Tür, also. Normal kennen wir das vom Lambo oder irgend sowas, ne? So hochwertigen oder McLaren oder sonst irgend solche Autos, ne? Aber an einem Ford Fiesta sich so eine Flügeltür montieren lassen, naja, okay. Ja, wen es glücklich macht und wem es gefällt, der soll es machen. Beeindruckend. Von ihrer Kontrolle lassen sich die Beamten trotzdem nicht ablenken. Offenbach. Hier haben Klaus Preis und Daniel Wenske dem Fahrer eines Ford Fiestas gestoppt. Die Eintragungen im Fahrzeugschein sind undurchsichtig. Und auch die optische Aufrüstung des Kleinwagens wirft Fragen auf. Diese Lüftungsschlitze hier, die sind irgendwie, also gesagt, wie schon gesagt, hast du selber reingeschnitten. Gell? Ja. Das ist halt auch, und mal, tut mir leid, sagen muss, schlecht gemacht einfach auch, weil hier gucken sie halb raus hier hinten. Und wie gesagt. Kommen wir mal jetzt Richtung Fußgängerschutz arbeiten, ne? Also halt, es ist halt im Frontbereich. Ne? Einmal das und sie sind halt nicht ebenerdig da drin, genau. Also sie sind halt Dings, sie sind erhaben halt. Ja. Sollte es zu einer Kollision mit einem Fußgänger kommen, könnten diese Schlitze für schlimme Verletzungen sorgen. Wenn jetzt da einer draufknallt, wie wird sich das eventuell das Verletzungsmuster verändern von demjenigen? Ne? Weißt du was, da geben wir ihm eine Mängelkarte. Ja, da soll er uns nachweisen, dass das erlaubt ist. Und wenn es nicht erlaubt ist, dann ZNN. Genau. Genau. Okay. So. Schreib's mal, ich schreib's schnell.
Das muss Kollege Preis dem Fahrer jetzt erklären. Der hat den Wagen erst vor 2 Tagen mit frischem TÜV gekauft. Wir sind dann gleich soweit. Schauen Sie her, diese Luftschlitze hier, die hat irgendjemand, wahrscheinlich Ihr Vorgänger, selber reingebastelt. Ne? Sie müssen da jetzt uns nachweisen, ist das so zulässig? Wäre das so nicht zulässig, müssen Sie eine neue Motorhaube drauf machen. Aber wenn da was ist, dann kann er mir doch keinen TÜV geben. Der hat ja TÜV, oder? Der hat TÜV, ja. Aber ich zweifle aber trotzdem. Schauen Sie her, wir haben viele Autos, die haben TÜV. Ne? Wir haben ganz viele Autos, die haben TÜV, wo ich mir manchmal frage, warum. Und ich zweifle das jetzt momentan an. Und wenn Sie uns aber das belegen können, dass das okay ist, dann ist es okay. Aber Sie müssen es uns belegen. Man hört ja auch manchmal, was die Herren dann sagen. Ja, ich bin doch schon 3 oder 4 Mal beim TÜV gewesen und ich bin schon 10 Mal kontrolliert worden und ich habe das alles schon gemacht. Dann kann ich das schon irgendwo verstehen. Ich sage ja dann immer zu denen, ja, es stimmt, du bist vielleicht kontrolliert worden, aber du bist jetzt das erste Mal bei uns, bei den Spezialisten. Und B, kann sein, dass du bereits von einer Prüforganisation mehrmals kontrolliert wurdest, aber dann tut es mir leid, wenn der Prüfer das nicht merkt, ich habe es halt jetzt gemerkt. Das ist ein 13 Jahre altes Auto. Das fährt auch, da hat noch nie einer was gesagt. Warum jetzt? 1000 Mal passiert nichts, also 13 Jahre passiert nichts. 13 Jahre und einen Tag und es passiert was. Preis und Wenske kennen kein Pardon. Der Fahrer muss erneut zur Prüfstelle, um die Lüftungsschlitze in seiner Motorhaube abnehmen zu lassen. Ich habe ihm Zeit gegeben, 1 Woche. Das kann ich nicht schaffen, wegen Fasten. Das kann ich nicht schaffen. Es ist erst Dienstag, ich muss arbeiten und die Kinder holen. Ich brauche ein bisschen länger, 2 Wochen oder so. Ja, wir haben aber gerade gesagt, den Fußgängerschutz wissen wir nicht, ob das in Ordnung ist, entweder. Wir können es anders machen. Stellen Sie das Auto dort ab beim TÜV, lassen es machen, holen es abends wieder ab. Das Auto brauche ich. Wie soll ich arbeiten? Gut, okay, aber ich kann Sie ja doch nicht so ganz, kann ich nicht 3 Wochen oder 3 Monate so rumfahren lassen. Ja, aber das ist schon, keine Ahnung, 13 Jahre. Das haben Sie den Kollegen, das habe ich alles gehört eben. Das verstehe ich nicht. Aber wieso muss ich das jetzt abklären? Wie gesagt, deswegen fahren Sie zum TÜV und der TÜV soll es bestätigen. Wenn der TÜV sagt, ist kein Problem, dann können Sie das gerne machen. Dann haben wir ja kein Problem. Wenn der TÜV sagt, das ist kein Problem. Dann kriegen Sie auch ein Schreiben. Ich habe angekreuzt nach § 5 FZV. Das ist eine Überprüfung Ihres Fahrzeuges, vom Zustand des Fahrzeuges. Und wenn Sie das dann haben, dieses Dokument, dann schicken Sie uns das bitte an diese Adresse hier oben, okay? Okay. Wenn der TÜV sagt, nein, das geht nicht, ja, dann müssen Sie eine neue Motorhaube machen, okay? Dann schreiben Sie uns auch bitte eine E-Mail, bitte schreiben. TÜV macht das nicht, ich brauche eine neue Motorhaube und dann verlängere ich diese Frist, okay? Okay, das kann man auch machen. Gut, ja, verstanden? Alles klar. Gut, dann einmal die Motorhaube zu und dann wünschen wir noch ein schönes Wochenende und ciao, servus. Tschüss. Der junge Mann darf weiterfahren. Doch eigentlich haben Preis und Wenske ihn wegen eines ganz anderen Verdachts angehalten. Wir hatten dann zu krochen so extrem. Wer gerochen hat, das ist eine gute Frage, weil ich hätte wirklich Hand für ins Feuer gelegt, dass er das ist. Mehr war aber nicht. Weil er lief ja dann auch, als ich hinter ihm stand, als er im Auto stand, da war es ein anderes Auto. Aber das war definitiv kein Katalysator mehr. Ja. Der Stinker ist den Beamten durch die Lappen gegangen. Dieses Mal.